Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Magdi an. Dieser hat über den Weber Master Touch GBS geschrieben, welchen sie mit 4,4 Sternen bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Weber Grill Test. Weber Holzkohlegrill Master Touch GBS. Der Sommer ist angekommen und der Grill für unter 50 Euro hat den Winter nicht überlebt. Okay, zugegeben, ein Grill hat bei uns viel auszuhalten. Das war jetzt schon der dritte neue Grill in 5 Jahren. Auf die Dauer geht es ganz schön in die Tasche und daher kam jetzt der Griff zu der Markenware. Ein namenhafter Hersteller für Grills und Zubehör, Weber. Zusammen haben wir den Weber Holzkohlegrill Master Touch GBS Test gemacht. Taugt der Holzkohlegrill etwas? Ist der Preis gerechtfertigt? Merkt man Unterschiede zu Billigherstellern? Genau auf diese Fragen werde ich im Laufe meiner Weber Holzkohlegrill Review eingehen und so gut es geht beschreiben, welche Erfahrungen ich bisher machen konnte. Über Weber. Die Weber Stephen Products LLC gibt es seit 1952. George Stephen, ein Amerikaner aus Illinois, der eine großartige Idee hatte. Aus einer Schiffsboje entwickelte er den ersten Kugelgrill. Am Prototypen wurde viel gebastelt, bis die Kugelgrille erst in Amerika die Runde machten und schließlich dann auch weltweit. Zuvor kannte man in Amerika nur offene Grills aus Ziegelsteinen, die viele Nachteile hatten wie Unbeweglichkeit und mangelnder Schutz vor Wettereinflüssen. George Stephen erkannte das Problem und kam mit dem Kugelgriff auf eine geeignete Lösung, die die ganze Kultur revolutioniert hat. 1999 wurde die Tochtergesellschaft Weber Stephen Deutschland GmbH gegründet. Zu dem Weber-Sortiment gehören Gas-, Holzkohle- und Elektrogrills, sowie Smoker, komplette Outdoor-Küchen, Grills für unterwegs und eine große Auswahl an Zubehör. Seit 2010 gibt es in Deutschland auch Weber-Grill-Akademien, in denen man die Grillkunst erlernen kann an 19 Standorten. Der Weber Master Touch GBS. Ich beziehe mich heute auf den Weber 138-1204 Master Touch GBS mit einer Grillfläche von 57 cm im Durchmesser. Der Holzkohlegrill verfügt über einen porzellanmalierten Deckel und Kessel. Eine Emaille sorgt für extreme Langlebigkeit, da die Oberfläche so noch einen zweiten Schutz bekommt. Hitze, Kälte oder andere Umwelteinflüsse machen dem Gehäuse demnach absolut nichts aus. Die Lüftungsschieber wurden aus Aluminium gefertigt, welche einen idealen Luftzufluss garantieren für perfekte Grillergebnisse. Ferner bleibt das Aluminium auch rostfrei. Am Deckel befindet sich ein hochwertiger Griff mit Hitzeschutz. Der Grilldeckel lässt sich durch das raffinierte Tuck-Away-System bequem verstauen. Am Grill befindet sich aus rostfreiem Stahl eine Halterung, wo man den Deckel einfach reinigen kann, wenn man sich gerade dem Grillen zuwenden muss. Der Master Touch steht sicher auf einem Gestell aus zwei Rädern und einem Standbein. Den Grill kann man somit schnell standfest durch Beinkupplung und Einrastfunktion machen oder mobil, indem man ihn einfach auf die Räder kippt. Es handelt sich um hochwertige gummierte Räder, die weder brechen noch durch das Wetter angegriffen werden können. Der Aschetopf wurde extra groß gehalten und ist leicht zu entnehmen für die schnelle und unkomplizierte Entsorgung. Futures. Kommen wir zur Ausstattung. Direkt oben auf dem Deckel befindet sich eine integrierte Temperaturanzeige, das sogenannte Deckelthermometer. An diesem kann man jederzeit erkennen, wie heiß es gerade im Inneren ist und die Temperatur so kontrollieren. Als Grillroste wird das Original Weber GPS Grillrost geliefert. GBS steht für Gourmet Barbecue System und meint eine rostfreie Roste aus Edelstahl. An den Seiten wurden zwei Griffe angebracht, die etwas nach oben ausstehen, sodass man sie leicht entnehmen oder einsetzen kann. Außerdem kann man das Grillrost an beiden Seiten auch hochklappen, damit man auch während des Grillens Kohle nachschieben kann. Hier wartet bereits die nächste Besonderheit. Es werden zwei Holzkohlekörbe mitgeliefert, sodass man auch die indirekte Grillmethode anwenden kann. Webers Erklärung zu der indirekten Grillmethode. Die indirekte Grillmethode ist ja ähnlich dem Garen, aber mit dem Zusatz, ihr Grillgut wird gegrillt, hat ein besseres Aroma und Aussehen, als sie es im Backofen erzielen können. Hitzeanstieg reflektiert durch den Deckel und der Innenfläche des Grills, grillt ihr Grillgut gleichmäßig von allen Seiten. Die zirkulierende Hitze arbeitet wie ein Umweltofen. Sie brauchen das Grillgut nicht wenden. Wenden Sie die indirekte Grillmethode für Grillgut an, welches länger als 25 Minuten gegrillt werden muss, oder für Grillgut, das zu empfindlich ist, um bei direkter Grillmethode gegrillt zu werden, das sonst austrocknen oder ausbrennen würde. Zu den Futures gehört weiter auch das One-Touch-Reinigungssystem. Unterhalb des Grills befindet sich ein Hebel, den man von links nach rechts bewegen kann. Tut man das, bewegen sich im Inneren drei Messer, die die Asche zusammenkehren. Anschließend kann man den Boden dort entfernen und die Asche fällt in die Auffangschale. Weber Master Touch GBS. Meine Erfahrungen. Lange Zeit habe ich geglaubt, dass es keinen Unterschied macht, welcher Name auf dem Grill steht. Wie sollte ich auch wissen, wenn ich nie mehr als 80 Euro für einen kleinen Holzkohlegrill ausgegeben habe? Wie ich schon gesagt habe, musste damit irgendwann Schluss sein.
Ich weiß nicht, was wir mit den Geräten gemacht haben, dass die bei uns so schnell kaputt gehen. Aber wir sind scheinbar sehr leidenschaftliche Griller. Sobald Sonnenstrahlen auf unseren Garten treffen, sind wir schon dabei. Das ganze Jahr. Der Schritt zum Weber-Grill war längst überfällig. Kennt ihr das, wenn Amazon manchmal riecht, was in einem vorgeht? Plötzlich bekommt man genau zu dem Produkt den Vorschläge, über die man gerade kurz vorher noch nachgedacht hat. So war es bei mir und dem Master Touch. Und was bin ich froh, dass es so war. Schon allein die Stabilität und Qualität des ganzen Gestells kann man nicht mit meinen vorherigen Modellen vergleichen. Der Aufbau war komplikationslos in 45 Minuten durch. Hilfe braucht man nicht zwingend, aber es ist eine Erleichterung bei manchen Arbeitsschritten. Geschmacklich gesehen hat sich am Fleisch natürlich nichts verändert, aber das Grillen macht wesentlich mehr Spaß. Zum einen habe ich nun die Temperaturkontrolle. Wenn man sich damit mal richtig beschäftigt, dann werden die Ergebnisse zarter und saftiger. Zum anderen ist die Reinigung fix erledigt. Das GBS Grillrost ist fantastisch, was das angeht. Wir handhaben es so, dass wir es direkt nach dem Grillen ins Wasser einweichen und etwas schrubben. Fertig. Ein kleiner Tipp von mir ist noch Weber Nonstick Spray, welches man einfach auf das Grillrost sprüht, bevor man das Grillgut darauf platziert. Das Spray verhindert das Abbrennen des Fleisches am Rost. Ich bin sehr begeistert von dem Magic Touch und weiß jetzt schon, dass sich die Investition zu 100% gelohnt hat. Falls doch mal was sein sollte, dann bietet Weber übrigens bis zu 10 Jahre Garantie auf ihre Produkte. Das zeigt, dass sie hinter der Qualität stehen und das finde ich erstklassig. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Scanner.de.